Hey Leute, willkommen zurück zu Space Crew. Wir rücken jetzt den Phasmiden so langsam aber sicher auf die Pelle und haben noch 2620 Credits. Also ich würde doch mal sagen, wir werden die erstmal noch zusammenhalten. Und gut, wir haben auf jeden Fall ein neues Schild erstmal. Ansonsten, diese ganzen Generatoren und Reaktoren, das ist halt auch so eine Sache. Hochleistungsreaktor. Da hat man nur einen Punkt mehr. Ob das jetzt wirklich was bringt, ich habe da so meine Zweifel. Und die Rüstung des Reaktors wird halbiert. Ich glaube, das ist kein so guter Deal. Ha, wie machen wir das denn? Also, ich würde wirklich fast sagen, wir haben ja noch Raketenwerfer Mark II. Es müsste doch dann eigentlich später noch... Da fehlt doch noch Mark III, oder nicht? Wenn es hier Mark III-Waffen gibt. Wir sparen uns die Credits und schauen uns mal die Mission an. Mal gucken, was es denn hier Neues gibt. Erstmal den Beta-Quadranten erkunden. Wir müssen den Ursprung der Phasmidenbedrohung lokalisieren. Macht euch auf zum Beta-Quadranten und leitet eine Sondenkartierung des Sektors ein. 4500 Credits gibt es dafür und 2250 Forschungspunkte. Und was die Rüstung angeht, wie viel war das nochmal? Ich glaube, 46.000 Forschungspunkte. Gut, und wir werden jetzt natürlich am Anfang erstmal wieder einen Punkt hier von den Schilden runternehmen, einen Punkt auf die Waffen tun. Triebwerk sollte auch soweit passen mit der Verteilung. Ich lasse das erstmal bei 2 Punkten, was die Schilde angeht. Vielleicht würde auch einer schon reichen. Gut, aber ja, das ist halt blöd. Wir haben schon jetzt Schilde, die sich sehr langsam nur aufladen, aber ja, braucht man das wirklich oder wirklich nicht? Ha. Ja, gut, die hatten wir bisher noch nicht. Ich habe kurz überlegt, ob wir da nur einen Punkt reinstecken, aber ja, wir müssen erstmal gucken, wie das dann läuft. Wie sich das dann halt in der Praxis auswirkt. Gut, wir starten direkt mal. Und mal schauen, auf was für Gegner wir hier treffen werden. Und natürlich... Ach, wisst ihr was? Ich nehme jetzt hier einfach mal die schnellste Route. Was soll denn da schon schief gehen? Berühmte letzte Worte. Aber das Spiel verleitet auch sehr darauf, dass man auf sicher spielt. Gegner sind auch direkt wieder im Anflug. Alles klar, dann sollten wir die auch gleich platt machen. Da haben wir einen Asteroidengürtel. Na, von wo kommt er denn? Von da. Okay, gut. Dann warten wir erstmal noch ab. Ja, ja, du kannst Unterstützung holen. Warum sollte ich denn jetzt schon Unterstützung haben wollen? Weil da direkt gleich noch mehr kommt. Wisst ihr was? Wir holen uns jetzt einfach mal hier die Jägerunterstützung. Kreuzerunterstützung holen wir uns erstmal noch nicht. Ansonsten, die Schilde kriegen da schon ein bisschen drüber. Wir können auch vielleicht mal hier einmal das bei ihm aktivieren. Warum nicht? Und bei Maxinator machen wir es dann auch nochmal eben. Dann heben wir uns die anderen beiden für den nächsten Sektor auf. Waffeneffektivität 156%. Das ist natürlich schon mal eine Ansage. Wie war das denn jetzt hier? Genau, Maxinator hatte diese... Wie hieß denn das Ding nochmal? Strahlenkanone? Hieß das so? Ich weiß es gerade nicht. Da kommt ja noch mehr Kundschaft. Da kommt auch noch was weg. Gut, dann werde ich jetzt auf jeden Fall hier mal alles raushauen und Leistungsanalyse auch noch anmachen. Ist jetzt vielleicht ein bisschen spät dafür, aber... besser spielt als nie. Und wenn wir ein bisschen Glück haben, können wir die ja da auch noch später aktivieren. Wobei, auf der anderen Seite, das hat echt einen langen Cooldown. Wenn man dann halt die sicherste Route nimmt, ist man auch länger unterwegs. Dann könnte man theoretisch die Leistungsanalyse vielleicht nochmal aktivieren. Ich weiß nicht, ob das in der Praxis wirklich dann auch funktioniert. Oder halt nicht. So, ihr seid jetzt alle am Aufladen. Und
Jägerunterstützung lädt auch jetzt auf. Leistungsanalyse können wir an der Stelle mal abbrechen. Die lädt dann aber auch komplett wieder von Anfang an auf, ne? Also, man bekommt da nicht für was zurück oder so. Wenn man das dann abbricht, wird das nicht verkürzt. Also von daher macht es auch nicht wirklich Sinn, irgendwo was abzubrechen. Vorausgesetzt, das funktioniert bei den anderen Sachen auch so. Man weiß es nicht. Gut, hier werden wir uns mal ein bisschen beeilen. Dann mal nichts wie hin zum blauen Riesen. So. Die Kuh hat auch noch nichts abbekommen. Wunderbar soweit. Erhöhte feindliche Aktivitäten. Das klingt ja jetzt nicht so toll. Gehen wir erstmal auf Defensiv. Wir könnten uns da noch Kreuzerunterstützung holen. Das ist alles soweit fast... Ja, die brauchen noch ein Drittel ungefähr. Das sollte doch erstmal soweit passen. Gut, du bist auch wieder auf Defensiv. Ah, ich kontrolliere das immer, ich weiß. Aber sicher ist sicher. Da kommt direkt noch was. Dann holen wir uns doch jetzt hier auch mal die Kreuzerunterstützung. Dann werde ich das vielleicht ein bisschen abwechseln und nicht immer sofort dann beides holen. Dann können wir nächstes Mal vielleicht schon wieder Jägerunterstützung anfordern. Ja, ist gerade mal noch nicht mal bis zur Hälfte voll. Also das wird dann auf jeden Fall noch dauern. Kommt auch noch mehr an. Gut, dann müssen wir jetzt doch hier mal aus dem Vollen schöpfen. Die Schilder halten soweit echt ganz gut. Na gut, jetzt werden sie rot. Okay, alles klar. Ich sag das nicht mehr. Ja gut, regenerieren sich halt schon langsam, aber ich finde, das geht eigentlich noch. Vor allen Dingen, da wir so viele Möglichkeiten haben, die Schilder auch anders wieder... Oder den Schilden die Zeit zu verschaffen, dass sie sich wieder aufladen können. Warum steht das da? Weil da hinten noch was kommt. Okay. Jetzt auch noch mal was. Dann können wir... Ja, das ist jetzt alles auf Cooldown soweit. Dann müssen wir das jetzt erstmal so machen. Der Kreuzer ist noch ein bisschen einen kurzen Moment da, aber nicht mehr allzu lange. Oh, hallo. Das sind sehr wahrscheinlich Drohnen. Können wir die auch mal schnell erledigen. Das sieht doch ganz gut aus, mal abgesehen von dieser diesen Strahlungsdingern hier wieder. Und wir haben Besuch. Gut, dass ich das jetzt schon mal gesehen habe. Lauf los! Lauf los und hol dir eine Waffe und greif die Gegner an. Du läufst jetzt auch los, holst dir eine Waffe und greifst auch Gegner an. Und du gehst jetzt mal bitte kurz auf deine Position. Und aktivierst mal den Tarnmodus. Dann können die sich nämlich auch erstmal um die Gegner hier kümmern. Alles klar. Einmal bitte verstauen. Ron verstaut das auch. Aber wo willst du denn hin? Du sollst hier hinten hin. Stefan kann das mal reparieren. Ron wird dann da hinten das Feuer löschen. Der ist aber in dem Anzug echt lahm. Ach, was machst du denn? Ich hatte doch eigentlich dich hier angeklickt, so. Feuer löschen. Macht das schon automatisch, wenn er da in der Nähe steht. Alles klar, gut zu wissen. So, Stefan geht wieder auf seine Position. Ja, das ist schon echt ein bisschen langsam mit den Schilden, aber ist auf jeden Fall noch machbar. Gut, wir haben jetzt hier auch keine Gegner mehr. Fliegen direkt mal zum Ziel. Reaktor ist auch in einem guten Zustand. Der Feuerlöscher fliegt da jetzt einfach mal so ein bisschen rum. Was soll's? Obwohl, auf der anderen Seite, wir brauchen da eh noch 2 Kilometer hin.
Dann verstau den doch nochmal eben. Dann kannst du auch nochmal zurücklaufen. Ganz genau. Gut, gut. Wir sollen die äußere Krümmung des Beta-Quadranten erreichen. Dann machen wir das doch. Ich bin momentan echt zuversichtlich. Auch schon in letzter Zeit. Ist jetzt nach dem sehr holprigen Anfang, geht das doch. Gut, wir sollen jetzt hier die Sonde abwerfen. Dann machen wir das doch auch mal. So, abwerfen. Erledigt. Und zurück zur Basis. Oh, wir kriegen hier mal direkt noch eine Menge Kundschaft. Was ist denn da los? Hallo. Ich glaube, wir müssen mal schnelle Sprungaufladung machen. Oder wir kämpfen. Das ist jetzt die Frage. Das sind doch ein bisschen viele, würde ich mal behaupten. Das könnte halt auch gut... Ach, wir haben hier genug. Ich glaube, ich werde jetzt... Nein. Bereit für den Hypersprung. Das ist jetzt echt die Frage. Springen wir oder springen wir nicht? Wir springen jetzt, komm. Was soll's? Das hat schon... Stehen bleiben ist halt auch nicht so eine gute Idee. Und wir haben ja auch Besuch. Alles klar. Jetzt bleib doch mal stehen und schnapp dir einfach eine Waffe. Gegner angreifen. So, kannst die Waffe verstauen. Kannst da mal was machen. Und du lösch bitte das Feuer. Ja, der Reaktor hat jetzt ein bisschen was abbekommen, aber das ist alles noch kein Problem soweit. Du kannst ihn dann trotzdem mal reparieren. Und wir können da was scannen. Dann machen wir das doch vielleicht auch. Stefan ist ein bisschen angeknackst. Dann geht er mal kurz auf die Krankenstation. Und wir sollten das doch gleich mal... Toll, Leistungsanalyse läuft noch. Scannen kann. So, einmal bitte scannen. Du bist auch wieder voll. Dann kriegen wir hier nochmal ein paar extra Forschungspunkte. Und jetzt kommen nochmal Gegner. Gucken wir mal, wie viele das jetzt hier sind. Das scheinen aber dann auch weniger zu sein. Da ist schon wieder was kaputt. Was ist denn da los? So, reparieren. Ach, hallo. Da kommen jetzt auch noch mehr Raumschiffe. So, du musst mal... Jetzt kannst du es auch noch reparieren. Dann. Du bist falsch. Du musst da vorne hin. Gut, das lädt alles noch auf ewig. Die können wir dann auch gleich zerbröseln. Wir sind dann gleich nochmal woanders. Aber hier kommt schon eine ganze Menge mehr angeflogen.
Gut, aber das sieht immer noch ganz gut. Okay, also sieht noch immer ganz gut aus. Wollte ich sagen. So, wir haben jetzt das. Du nimmst jetzt einfach mal hier die motivierende Ansprache, bitte. Schilde vorne und rechts sind down, aber sonst. Kommen wir eigentlich ganz gut mit zurecht, würde ich mal behaupten. So, da waren es noch zwei. Die sollten aber auch gleich hinüber sein. So, der letzte Platz sitzt gleich auch. Dann können wir schon mal das Ziel auswählen. Sieht doch gut aus soweit. Ja, Reaktor ist ein bisschen angeknackst. Machen wir das eben nochmal, aber das ist halt so minimal. Stefan, geht jetzt mal bitte noch auf die Krankenstation. So, das passt dann auch wieder. Und wir müssten gleich da sein. Genau, können wir auch wieder laden. Und was habe ich denn da gerade auf der Karte gesehen? Auf der Minimap, da war doch... Da war doch was lila. Nee, das sind wir, oder? Nee, das sind nicht wir. Hä? Egal, wir springen jetzt. Da wäre noch was zum Scannen gewesen, oder? Ich glaube schon. Gut, da kommen wir in Alpha Quadrant. Zum Alpha Quadrant Nebelhorn. Bin mal gespannt, ob wir da jetzt einfach so durchkommen oder... Wir haben schon wieder Jägerunterstützung, Kreuzerunterstützung. Und die ganzen Waffenbooster sind auch ready. Alles klar. Haben wir denn auch... Leistungsanalyse wäre auch fertig. Gut, dann können wir direkt weiterfliegen. Und dann werde ich im nächsten Sektor nochmal alles raushauen. Erstmal kurz warten. So, bei dir können wir das schon mal aktivieren. Bei dir auch. Bei den anderen beiden warten wir erst nochmal. Da kommen direkt die nächsten. Dann holen wir uns doch schon mal hier Jägerunterstützung. Soll ich jetzt? Ja, komm, Leistungsanalyse machen wir direkt an, weil da geht es direkt schon zur Athena-Station. Dann holen wir uns jetzt hier auch nochmal die Kreuzer. Dann werde ich jetzt hier einfach alles aktivieren. Da kommt nämlich auch nochmal was. Gut, das sieht aber wunderbar aus mit den Schilden vor allen Dingen. Ich glaube, ich kann da bestimmt noch einen Punkt runternehmen. Weil das macht ja nicht die Schilde stärker, sondern es lädt sie nur schneller auf. Und wenn wir eh schon Schilde haben, die nur langsam laden, dann können wir die Energie auch woanders reinpacken, würde ich einfach mal so sagen. Kreuzerunterstützung haben wir noch ein bisschen. Hier kommt jetzt aber scheinbar nichts mehr. Dann können wir auch schon mal dahin fliegen. Weil die zwei Schiffe werden da auch nichts mehr großartig machen. Gut, da war es noch eins. Da ist jetzt auch direkt geplatzt. Dann einmal bitte laden.
Und auf zur Station. Das lief doch schon mal super. Einmal habe ich mich wirklich verdünnerisiert, weil da dachte ich mir schon, okay, da sind vielleicht doch ein bisschen viele. Und das Schiff war schon so ein bisschen angeknackst. Aber ich wollte das halt auch einfach mal mit der schnellen Sprungaufladung ausprobieren. Gut, ist im Prinzip selbsterklärend, was das macht, aber um das mal auch in der Praxis zu sehen. So, haben wir erkundet. Gibt dir nochmal Bonus. Da haben wir nochmal was gescannt. Und ja, es geht Richtung Level 12. Standardpanzerung Mark 6 haben wir jetzt auch und 7000 Credits. Okay, gut. Dann würde ich doch sagen, wir werden jetzt erstmal hier diese Dreierpanzerung, Dreiermarkdings austauschen gegen von 2500 auf 5000. Verdoppelt mal eben das Ganze. Kostet aber auch 4250. Dann werden wir nämlich das zuerst installieren. Gut, und dann werden wir mit der Zeit die nächsten Sachen noch ausbauen. Die anderen Sachen, gut, es gibt keine neuen Waffen mehr. Wir können, wie gesagt, Krankenstationen noch aufwerten und Fluchtkapseln. Aber ansonsten brauchen wir sonst nichts mehr. Also allzu lang kann das Spiel dann auch nicht mehr gehen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit dem Video. Das war es jetzt erstmal wieder von mir und bis bald.